weiter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt euch jetzt hier nicht verklickt und seid mitten in ein Spiel geraten. Nein, das ist jetzt bei mir im Zimmer. Ich habe mir eine neue Digicam gekauft. Ich zeige gleich auch nochmal die Verpackung, damit ihr seht, was das für eine ist. Ja, und jetzt seht ihr mal hier den Fernseher an. Vielleicht habt ihr meine alten Videos schon mal gesehen. Auf dem Fernseher spiele ich dann immer die Prognosespiele hier, weil das Bild da halt ganz gut ist. Und außerdem ist das alles in Full HD und mein normaler Monitor, der zeigt halt nur 22 Zoll. Ja, und hier ist halt meine Chance, die ich vergeben hatte mal im letzten Spiel. Wunderbar. Okay, also das ist auf jeden Fall mein Fernseher, damit ihr mal was seht, so wie es bei mir so abläuft. Das soll jetzt kein Proll- und Protz-Video werden oder sowas. Ich wollte einfach nur mal zeigen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wo ich denn so spiele und wie das bei mir aussieht. Also das ist auf jeden Fall mein Fernseher. Und hier hätten wir einmal einen Subwoofer und meinen Rechner. So, und hier ist mein Computergeschichtchen. Halt, ich habe noch ganz vergessen, was ich erst noch holen wollte. So, hier ist einmal die Kamera, die ich mir gekauft habe. Ich versuche jetzt mal mit ein bisschen Licht hier. Das ist die Lumix TZ8. Mit der kann man auch HD-Videos machen und das mache ich jetzt halt gerade mal hier. Das ist mein erstes richtiges Video, was ich damit mache. Und das wollte ich dann auch mal im Kanal hochladen. Das Mauspad, was ihr hier seht, ist ja nicht das Beste. Aber meine Übergangsversion. Und das ist übrigens das Gamepad, mit dem ich spiele, mein Rumblepad, das eigentlich ausgetauscht werden sollte. Ja, und weswegen ich ja das Video eigentlich mache, setze ich mich mal hier hin. Das ist ja, wie es ich hier angekündigt habe, in meinem Kanal. Ja, 400 Abonnenten, unglaublich. Jetzt sind es schon, kann man es erkennen? Ich zoome mal da so rein. 403 Abonnenten sind es jetzt mittlerweile. Und ja, da habe ich mir doch mal gedacht, da sollte ich doch mal ein besonderes Video raushauen. Und ich hoffe, ich habe das hiermit getan. Jetzt habt ihr mal mein, die Stelle gesehen, wo ich immer meine Prognosen so mache. Und ja, dann soll es das erstmal gewesen sein. Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Nö. Okay, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas oder wollt irgendwas mir sagen, macht das doch mal so oder so. Ich bin wie immer über Feedback und Kommentare von euch, bin ich immer gespannt und schaue mir das an und lese mir das durch und beantworte auch gerne eure Fragen. Okay, und ich bedanke mich genauso jetzt fürs Zuschauen hier. Ihr könnt gerne den Daumen nach oben drücken, wenn es euch gefallen hat, was ihr jetzt hier mal gesehen habt. Und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gefreut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt gleich mal online gehen. Ah, das könnte ich jetzt auch nochmal machen, schnell. So, zack. Hatte ich mir doch auch eben vorgenommen. So, Skype. Ich gehe nämlich jetzt online und ich werde mich jetzt das letzte Prognosespiel machen für diesen Spieltag, Spieltag 19. Und dann bin ich mal gespannt. Oh, jetzt habe ich hier irgendwelche Namen gezeigt. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. Und mal gucken, wie viele Leute mich jetzt gleich anschreiben werden, von denen, die jetzt gerade online sind. Bin ich mal gespannt und vor allen Dingen, wie die letzte Prognose ausgeht. Ich muss unbedingt gewinnen. Yeah! Okay, jetzt war es das mit dem Video. Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Und ja, demnächst kommen weitere Videos. Bis dann, euer Basti.